Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Deluxe Edition von 23. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Deluxe Edition findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 23 von Bushido und Sido aus dem Jahr 2011. Das Ganze unter anderem eben in dieser Deluxe Edition erschienen. Wir haben hier eine schwarze, flache, handliche kleine Box in schwarz gehalten und dann haben wir hier auf der Vorderseite diese Eule abgebildet mit der Zahl 23 im Brustbereich. Darunter lesen wir ebenso in Gold Deluxe Edition und dann haben wir noch einen FSK 16 Aufkleber, der uns verrät, dass das Ganze auch noch eine DVD beinhalten wird. Das mit Sticker gelöst, gefällt mir gut, kann man dann abmachen. Die Box rundum von allen Seiten schwarz und wenn wir dann hineinschauen, dann kommt uns als erstes mal entgegen das Album an sich in der Deluxe Edition. Ein Poster und ein zweites Poster. Gut, die Box von innen schwarz gehalten. Es gab ja viele Spekulationen oder viele Theorien zum Albumtitel an sich, 23. Es wurde ja von den beiden damit begründet, dass es von beiden gesamt das 23. Album wäre. Ich glaube, die Rechnung war damals 13 Alben von Bushido, 9 von Sido. Allerdings hat das nicht ganz so eindeutig Sinn gemacht, weil da manche Alben Collabo-Album mitgerechnet wurden. Von Bushido wurden eben Collabo-Alben gerechnet. Von Sido wurde zum Beispiel, ich glaube, deine Lieblingsrapper, das Album, dein Lieblingsalbum von Sido und Harris nicht gewertet. Also es war etwas schwierig, den Albumtitel damit zu begründen. In meinen Augen ist es sowieso eine zweifelhafte Theorie über diesen Albumtitel, denn in meinen Augen spielt das Ganze ganz klar an auf Freimaurer und Illuminaten. Gut, kommen wir gleich noch dazu. Wir haben hier auf dem Cover Deluxe Edition stehen, 23, und dann haben wir hier auch wieder einen FSK 16 Aufkleber. Das Cover sieht aus, als wäre es ziemlich alt oder ziemlich beschädigt worden. Wir haben hier so Optik wie so Wasserflecken, das aber optische Elemente, also das Cover ist nagelneu. Und was spannend ist, wir haben hier einen Fuß, beziehungsweise die Krallen oder da hinten den zweiten Fuß auch noch, einer Eule, die hier auf so einem Ast sitzt, sich hier festkrallt. Und natürlich auch die Eulen spielen da eine gewisse Rolle in dieser ganzen 23 Thematik, kommen wir auch noch dazu. Auf der Seite lesen wir auch wieder 23. Und dann haben wir hier ein Dreieck, eine Pyramide mehr oder weniger. Und dann haben wir hier die Tracklist. Wir haben 23 Stück an der Zahl, was auch sonst. Wir haben eine DVD, diese beinhaltet Dokumentation von 23, Interview und Outtakes. Und wir haben eine CD mit Instrumentals, Barcode und Credits. Das Ganze spannenderweise über Sony Music erschienen. Bushido zum damaligen Zeitpunkt bei Universal. Ich glaube, Sido war damals sogar bei Sony BMG unter Vertrag und es gab dann eben die große Frage war natürlich dann damals, über welches Label das erscheint, beziehungsweise über welchen großen Major, entweder Sony oder Universal, und das wurde dann ausgeschrieben, also quasi verkauft, und Sony hat in dem Fall das Rennen gemacht und Universal überboten. Gut, auch hier lesen wir wieder 23 mit diesen Dreiecken. Dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Digipack zum Aufklappen und dann sehen wir schon Bushido und Sido auf so einem alten Holzschreibtisch sitzend. Rechts haben wir wieder die Eule mit dieser 23 im Auge. Sehr interessant. Und dann kommen wir zum eigentlichen Inhalt. Und zwar haben wir hier einmal die CD, die DVD und die Instrumentals. Wir werfen mal kurz einen Blick auf die CD. Die sieht so aus. Auch wieder hier die Eule und die 23. Das Ganze so in goldbraun und schwarz gehalten. Rückseite schwarz. Dann haben wir die Instrumental-CD. Diese ebenso wie die Album-CD, nur mit dem Zusatz Instrumentals. Auch wieder schwarz. Und dann haben wir die DVD, der wir diesen FSK 16 Vermerk zu verdanken haben.
diese DVD in schwarz und goldbraun gehalten. Und auch hier Rückseite schwarz. Gut, dann kommen wir mal zum Booklet. Das Booklet hier in diesem kleinen Fach untergebracht und auch hier wieder die Eule. Wir werfen mal einen Blick in das Booklet. Und dann haben wir auch hier wieder Bushido und Sido, auch hier wieder Wasserflecken. Und das Spannende ist, kann man das sehen? Jawohl, im Licht sieht man das gut. Wir haben hier auf den Seiten, sowohl links als auch rechts, sieht man das? Ja, diverse Zahlencodes. Und das sind Zahlencodes, die uns die verschiedenen Albumtitel der beiden Interpreten verschlüsseln. Und zwar haben wir hier in dem Fall 19 plus 9 plus 5 plus 2 plus 5 plus 14 ist gleich 7. Macht natürlich so rein mathematisch keinen Sinn. Aber von den Buchstaben her macht es auf jeden Fall Sinn, denn die 19 ist in dem Fall der, also der 19. Buchstabe des Alphabets ist in dem Fall das S, der 9. ein I, dann 5E, 2B, 5E und 14N. Das steht dann in dem Fall für 7, steht auch dann ist gleich 7 und das ist ja ein Album von Bushido gewesen. Oder hier, was wir hier haben mit der 17718 und so weiter, das ist der Zahlencode für Agro Berlin, das ist ja eines der Soloalben von Sido gewesen. Dieses Design wird sich hier noch weiter durchziehen und wir sehen schon rein von der Aufmachung her, es ist sehr einheitlich gehalten in diesem Stil. Also wir haben einerseits immer diese ganzen Zahlencodes, die die einzelnen Releases der beiden verschlüsseln. Und auf der anderen Seite haben wir auch so von der Gestaltung her sehr stark diese Elemente eines Geheimbundes, Freimaurer, Illuminaten, je nachdem. Auch hier wieder Zahlencodes, hier zum Beispiel das allsehende Auge und die Eule, ein immer wiederkehrendes Element in diesem Booklet. Aber es wirkt auf jeden Fall so nach geheimen Absprachen, Geheimbund und es sind auch immer wieder diese eindeutigen Symbole dabei. Auch hier wieder die Eule rechts zu sehen. Dann hier diverse Herren hohen Alters. Also da dürften einige Sachen geplant werden. Weitere Zahlencodes, auch hier wieder die Eule zu sehen und hier im Tisch auch wieder die Pyramide. Bushido und Sido im Gespräch, weitere Zahlencodes, also hier sind extrem viele auf dieser linken Seite hier. Und diese ganz langen, das sind dann immer die CCN Releases von Bushido, also CA. Wobei nein, das ist in dem Fall nicht CAA, sondern das ist in dem Fall ALLES. Okay, es dürfte wahrscheinlich alles ist die Sekte sein. Jede Menge Zahlencodes zum Entschlüsseln. 23 sind es insgesamt, da ja wirklich jedes einzelne Album hier in diesen Zahlen verarbeitet wurde. Dann haben wir zum Abschluss die Credits zum Album. Wer daran beteiligt war, Features gab es ja soweit keine. Und dann haben wir hier auch zum Abschluss nochmal 23 und wieder die Eule. Die Eule ja sehr oft verwendet bei den Illuminaten. Das ist die Eule der Minerva und das ist immer schon ein Symbol von Klugheit und Weisheit. Zum Abschluss nochmal die 23, die Eule und Sony Music zu sehen. Booklet machen wir mal wieder rein. So, auf jeden Fall schönes Booklet und sehr schön gestaltetes Digipack. Gibt es eine Menge zu entdecken. Und dann haben wir noch zwei Poster, beide im Hochformat. Und zwar haben wir einmal hier ein Poster mit Bushido und dann haben wir noch ein Poster mit Sido. Und das Spannende ist, dass die beiden auseinandergeschnitten wurden, obwohl, wenn man es hier zusammenfügt, es passt nicht ganz perfekt, weil man hier zum Beispiel die Eule und oben diesen Teller oder diese Uhr hier abgeschnitten, achso, ja, haha, schlau, so, jetzt passt natürlich. Also, das Ganze ein Bild gewesen ursprünglich und das hat man in dem Fall dann halbiert, warum auch immer.
Je nachdem kann man dann natürlich, wenn man jetzt nur Bushido feiert, ihn hier einzeln aufhängen, Sido einzeln aufhängen oder natürlich beide wieder zusammenfügen. Das Ganze im Hochformat und einseitig bedruckt. Und auch hier findet sich wieder unsere altbekannte Eule. Gut, das war's soweit. Wir fassen nochmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Deluxe Edition befindet. Einmal diese beiden Poster hier, Bushido Poster, Sido Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Und dann diese Deluxe Edition vom Album inklusive Instrumentals und DVD. Das alles in dieser wunderbaren Deluxe Edition von 23. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dieser Deluxe Edition? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sido und Bushido unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.